Der Keramikkonzern Villeroy & Boch hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr auf fast 1 Milliarde Euro gesteigert. Wie die Geschäftsführung mitteilte, legte der Gewinn auf knapp 97 Millionen Euro zu. Die Entwicklung in beiden Geschäftsbereichen Bad und Lifestyle wird positiv eingeschätzt. Preiserhöhungen soll es dieses Jahr nicht geben. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet V&B ebenfalls eine Umsatz- und Gewinnsteigerung.